kommt eine etwas ältere Frau zum Arzt. »Herr Doktor, was soll ich nur tun? Der Sex mit meinem Mann funktioniert nicht mehr so richtig«, fragt der Arzt. »Haben Sie schon Viagra probiert?« »Mein Mann nimmt ja nicht mal Aspirin.« »Sie müssen das halt im Geheimen machen. Geben Sie das Pulver in den Kaffee oder so.« »Gut, ich probiere das.« Zwei Tage später kommt die Frau wieder in die Ordination. »Herr Doktor, das Mittel ist zum Vergessen. Es war einfach schrecklich.« »Wieso? Was ist passiert? Erzählen Sie.« »Nun ja, wie geraten, habe ich das Medikament in den Kaffee getan. Und plötzlich ist er aufgesprungen, hat mit dem Unterarm alles vom Tisch gefegt, sich die Kleider vom Leib gerissen, ist auf mich losgestürzt, hat mir die Kleidung vom Leib gerissen, hat mich auf den Tisch gesetzt und genommen. Ja und? War es nicht schön? Schön? Das war der beste Sex seit 20 Jahren, aber bei McDonald's können wir uns nicht mehr sehen lassen.«